Schauen wir doch mal, ob wir da etwas annehmen. Ja, genau. Das letzte Mal haben wir ja den dicken Fisch da fertig gemacht. He. Und es ist noch der Wunsch geäußert worden, dass ich auch mal eine Waffe zusammenbasteln soll. Habe ich auch gesehen, ja, jetzt, Genau, und dem gehe ich natürlich jetzt gerne mal nach. Sehr Sicher, schön, sicher immer alle ganz neidisch ja, gewesen, wie du vorher einmal eine zusammenbastelte Waffe verzählt hast und ich habe wieder mein DLC-Zeug gebraucht. Ja, aber es ist wirklich eine ziemlich grosse Ballotest. Ziemlich Da kannst du grosse? zusammenbasteln. Aha, ja, eh. Auswahl, also Ja, okay. Aber eben, Ja, gibt es auch so Leute mit so einem Gummihändchen und Ja, aber plus genau. zwei Schaden plus zwei Farbe, nice. Ja, das ist das Schöne. Also, ja, voll, dann hänge ich doch da jetzt gerade schnell mal eine zusammen. Und zwar ist es eigentlich folgendermaßen. Ja, es ist eben schon noch gut erklärt. Zuerst muss man halt einfach einen Rahmen wählen und beim Rahmen ist es so, der definiert, wie viele Platinen dass man dann auch drauf tun kann. Und gewisse Rahmen geben dann schon spezielle Boni. Wie zum Beispiel der gerade mit dem Nachladen, ja, genau. Okay, ich nehme aber so einen Elite-Rahmen, da kann man am meisten Platinen draufhauen. Und dann, wo ist jetzt eigentlich? Pump war Militärbetrieb, gewesen, oder? Gell? Genau. Und dann gibt es dann andere Waffen, wie eben Plasma, dass der Ripcore sind so Klingen, die er dann rausschießt oder vor sich schweben. Ist leider nicht so gut. Ja, so ein bisschen Granatenwerfer und so Zeug, die explodiert, ist halt auch immer schwierig, dann Gegner zu treffen, weil es ist eigentlich noch wichtig, dass man präzise schießt. Darum finde ich oben drauf, kann man immer gut ein Maschinengewehrli tun. Wenn man sich mal für einen Hinterteil entschieden hat, geht es dann darum, halt, was möchte man vorne, wo man etwas, wo ein bisschen schneller schießt, aber dafür ein bisschen weniger Schaden macht. Eine Pumpe haben. Ja, okay. Und man muss eigentlich immer Kompromisse eingehen. Also es gibt eigentlich nichts, wo in allen vier Bereichen extrem stark ist, außer man tut es dann so aufbauen. Und wenn man im oberen Tool etwas hat, wo man vielleicht eher präzise auf Distanz kann schiessen kann, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man unten etwas hat, wo man, wenn sie einem ein bisschen sehr auf eine Leibrücke kann, durchdrehen, sei das eben Flammenwerfer oder eine Pumpe. Es gibt auch noch so Zeug, die wir noch nie probiert haben. Ja, komm, ich nehme jetzt mal so einen seismischen Kanister. Lasermine, die Oberflächen haften, das weiß ich auch nicht genau. Brandgranate, das klingt doch gut. Was man dann auch könnte, ist Spitzen herstellen, die man noch nicht gefunden hat. Das kostet dann halt die Einheiten, die man auch für alles andere braucht. Darum ist es fraglich, ob man sich selber schon ein bisschen boosten will und halt Zeug herstellen, wo man erst später finden. Dann hier bei diesen Erweiterungen gibt es Zeug, die völlig für den Arsch ist, wie das Zielfernrohr, weil das schränkt die Sicht eigentlich extrem ein und meistens sind die Gegner noch bei einem. Dann gibt es auch solche, die halt, ja, hast mehr Munition. Stase lässt sich schneller wieder auf. Stase hat einen grösseren Radius, da gibt es also einiges. Sonst können wir hier mal den Sicherheitsschutz draufschrauben. Nein, eigentlich müssen wir das nicht. Tun wir den Schadensboost. Kann man den jetzt hier konstruieren, gerade drauf. Und jetzt sollte es eigentlich mehr Schaden machen. Das wird aber unten leider nicht angezeigt. Und die zweite Erweiterung, wenn man halt einfach Koop spielt, dann macht es Sinn, wenn man Zeug wählt, wo beiden ein bisschen hilft. Stasenbeschichtung ist halt immer eine schöne, da werden sie ein bisschen verlangsamt. Jetzt bei den Platinen, das habt ihr ja eh schon gesehen. Das Gute ist, dass Nachladen bei beiden hilft. Feuerraten finde ich persönlich jetzt nicht so wichtig. Also am liebsten habe ich einfach immer Schaden, Nachladen und der Clip. Weißt du nicht, wie du das hast? Ist das bei dir auch, oder? Ja, meistens ein Clip um Schaden, weil ich finde die zwei nützen am meisten.
Feuerrate, wenn du tatsächlich eine höhere Feuerrate würdest brauchen, ist es eine sehr starke One-Shot-Waffe. Von dem her nimmst du lieber das Clip rein. Ja. Weil die meistens eh nur so 5 Schüsse haben. Ja, das ist wahr, ja. Ja, ja. Gut ist aber, wenn ich zwar 2 Waffen habe, aber eigentlich nur eine die ganze Zeit nutzen, kannst du eigentlich schauen, dass bei oben jetzt in dem Sinn vielleicht alle die Platinen drin tust, die wirklich auf die Waffe willst, wie eben Stärke. Und dann kannst du eigentlich den Unterteil nur mit Nachladen boosten, was ja eben der oben, ja, genau, der oberen hilft, ja. Ja, ja. Sicher nicht die besten Tricks auf der Welt, aber... kann schon noch helfen, ja. Und jetzt wäre das halt irgendwie so eine Killer-Knarre. Ich versuche die gerade mal, ja, ja. Merci fürs Warten, haben. Ich bin eher gerade im Waffenhut. Ah, das ist gut, ah, das ist perfekt in dem Fall. Dem her. So, Türöffner haben wir ja noch, das ist gut. Ja, ja, wir sind da gut ausgerüstet. Gehen wir schnell raus schauen, was ich hier zusammengezimmert habe. Also so eine Salvenknarre haben. Und unten. Ja, der Granatenwerfer. Dünkel eigenartig. Aber ist eventuell noch gut. Es wird sich herausstellen. Huhneidachs. Ist bei dir jetzt angestanden? Wo? Oh. Ich habe jetzt hier irgendwie so ein Ding aufgenommen. So einen Plan oder so. Liegt hier nichts bei dir, hä? Nein. Ja, okay. Da. Gut. Schau, da ist ja auch etwas so aufgebaut für uns, sorry. Aber ich habe mir die Knarre zusammengebaut, die hätte irgendwie nur können, ein oberes Tool montieren. Ja. Und das hast du gar nicht können. Okay. Das weiss ich aber noch nicht genau, was wirklich der Vorteil ist von denen, ja. Vielleicht kannst du dich schneller bewegen. Ich habe ihn erschossen, Ellie. Der Robert, der schäbige Sieg. Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ich... Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir 4 übrig. Ich kann das nicht. Dann lassen wir sie zurück. Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Oh, jetzt kommt offensichtlich ein interessantes Koop-Element. Ja, genau. Also, es hat auch im Singleplayer hat's 2 dort. Ah, okay. Ja. Und man muss nichts zusammen machen. Wobei, warten auf Partner. Hey, nein, jetzt werde ich gleich noch überrascht, vielleicht. Halten, oder was? Yep. Ja, wird gehalten. Was ist jetzt los? Passiert etwas? Erst halt warten. Hä? Ich kann mich gar nicht bewegen. Wird gehalten. Tust du Ding halten? Der benutzt, halt du musst warten, drauf bleiben. Dann. Okay. Also, jetzt tun wir mal. Einfach drauf bleiben, halten, hä? Hab ich gemacht. Schon? Bei dir steht immer noch aktivieren, wenn ich bei dir drauf schaue. So, jetzt. Partner wartet an Abseilstation. Nein, nein, jetzt werden wir hier noch richtig verzögert. Also, ich weiß nicht, allein ist es so gewesen, ich bin einfach her, hab dort aktiviert und er hat mich so eine Pew gegen rauf so ein bisschen katapultiert und ich konnte dann die Wand entlang laufen. Ah, jetzt, Mal schauen, jetzt ja voll endlich. Offensichtlich hätten wir nicht die Position wechseln vorher, aber... So. Jetzt einfach aufpassen, das Zeug, das offensichtlich da bekommt, ist ziemlich tödlich. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen hochzuklettern. Was machen wir jetzt? Achtung, ja. Ich klettere zuerst hoch und seh mich um. Ach, ist das schön. Vielleicht gibt's einen sicheren Weg. Ja, und auch stasieren und so, also. Ist nicht so gefährlich. Ist das Viech rausgekommen? Ah nein, das bist du gewesen, okay.
Oh shit, ja, okay, sorry. Da wird ein schlechter Problem. Oh, Quick Time. Mine hat irgendeine falschen Schuhe an, der rutscht immer ab. Hast du jetzt nicht aufgekurbelt oder was? Nein, ich wollte echt, dass es abbiegen. Aha, so, ah, schau jetzt, ja. Ah, das ist lieb, danke. Zeig, dann gehen wir gerade weiter, weil es so lustig war. Sowieso. Es ist jetzt wieder, ja, okay. Hätte es ein besser geklappt, oder? Ja, ja. Also ich habe einfach jetzt wie ein Blöde die ganze Zeit auf den Aktivieren-Knopf drücken. Aber deine rutscht aber schon ein bisschen ab, oder? Ja, ja. Ja, das ist gut. Wow, wow, wow. Weißt du, der Felsen da oben wird nicht runtergehen. Ja, ja, genau, genau. Jetzt passiert etwas völlig Unerwartetes, ja. Wer ist das? Die Stachel oben sind auch hart. Ja. Wow. Ali, komm ja, schon. Ganz schön. Morten hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht's das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemanden. Richtig romantisch, weißt du? Jetzt ist yep. Derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll auch. Das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Naja, Norton ist tot, weil jemand es bei ihm genauso gemacht hat. Oh, Schlitten? Leider nicht zu unserer Verwendung. Ja. Ja, darf er einen Hightech leitern? Sexy. Jetzt muss ich dir zuschauen, wie du klärst. Ah, okay, das ist so ein gemeinsames Combo-Ding. Ja, cool. Ja, ja, richtig. Okay, ja, nice. Ja. Kleines Zelt überall. Du mir jetzt mit dieser Kiste schlagen, oder was? Weißt, die Frage ist, ob ich dir die einfach abnehme. Du hast einen schon ein bisschen am Schaufeln, wenn wir gehört haben. Ja, ja. Ah. Psychos. Jetzt kann ich gerade mal die neue Knarre ausprobieren. Ja, meine kannst du mal so richtig essen. Okay. Ich bin auch ein bisschen müde hier. Vor allem die Explosionen sind so spät. Oh ja, aber wenn er mal trifft, ist er nicht schlecht. Oh shit. Ja. Du bist down. Echt? Okay. Komm mal ran. Ich bin das Leben ein bisschen haben. Doppel. Nein! Ah. Gerade. Ja, das ist gut gelaufen, mal. So, wenn er immer gesagt hat, soll ich wieder eigene Waffen zusammenbauen. Danke. Nein, das ist in Ordnung. Nein, es ist einfach so, dass wenn man zum Teil im Kampf ist, finde ich, funktioniert das Nachladen von den Leben gar nicht. Weißt du, ich habe hier auf Xbox Pad Knopf B, ja genau. Und dann fühlt es nicht nach. Aber das ist vielleicht, weil ich noch im Zielmodus bin oder ich weiß doch auch nicht. Gut möglich, ja. Das mir funktioniert es generell, wenn ich dann sehe, dass ich leben kann. Ja. Ausgezeichnet. Oh, ja, man muss eben lang drauf bleiben, bis es komplett ausgefahren und genau. So, jetzt siehst du mich zuerst, wenn ich dir helfe, ja, ja. Oder? Ja, also, okay. Genau. Cool, also. Feldquote ist ja zum Glück nicht ganz so gross. Oh, warte schnell, jetzt muss ich schnell etwas überlegen. Kann ich echt hier meine Granatenwerfer rüber schießen? Ah, nein, scheiße. Oh, oh, oh. Ah, mal vielleicht schon. Aber ja, der ist immer noch im Graben. Also. Hat er nichts gemerkt. Das ist ein bisschen komisch.
Weißt du, der triggert jetzt effektiv erst, wenn wir vorne laufen. Vorher kann der gar keinen Schaden nehmen. Ja? Das ist jetzt eine schäbige Story. Also, zusammenbleiben ist das Motto. He? Dosieren, genau, zwischendurch ein bisschen Leben auffüllen. Oh, 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 oh. So hinten, weißt du? Ja. Achtung, ja. Oh ja, fallen richtige Würfel. Merci. Wow. Sehr gut. Das war noch intensiv, ja. Es hat schon mehr Gegner, wenn man das zweite ist, logischerweise. Ja. Cool. Ich glaube, wir haben alles, oder? Ist da noch was zum Holen? Nein, der leuchtet einfach so komisch. Aha. Fehl animiert, aber. Dann kannst du da hinten raus, he? Ja. Ah, dann müssen wir raus, sogar. Ja, genau. Hey, ich habe hier einen Prachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn. Kommen Sie, Ellie. Schöne Arbeit, ja. Der Käfig ist jetzt unterwegs. Ellie, kannst du ihn sehen? Ellie! Vorsicht! Santos! Hinter mich! Ellie? Hä? Ja, sie hat ein bisschen Stress da drinnen. Leider sind wir nicht durch. Gut, ist jetzt Ansichtssache, schade ist oder nicht? Ja, genau, das hat was, ja. Aber zum Held spielen, weißt du, und sie zu beschützen und so. Achtung, du kletterst sie so an den Wängen lang, ja. Wow, das Aiming. Mensch, wir müssen dein Gameplay auch mal aufnehmen. Definitiv. Nicht immer nur mehr was verschießen. Oh, von hinten, oh, von hinten, oh, von hinten. Du schäbiges hier. Zum Glück läuft auch dir nachher, weißt du? Ja, hinten kommt noch einer. Ah ja, da kommen mehrere, ja. Okay, schön gemacht. Sauber abkassiert hier. Das sind noch recht grosse Eiszäpfe hier auch, he? Ja. Relativ, ja. Ja. Ich glaube, wir müssen hier rein. Yep. Hier gibt es eben immer die Schöne, ne? Sondern ein anderes Design. Ja, oh, ja, das ist schwur, gell? Ja. So wieder etwas zum Klettern, ha? Schön. Ich habe gemeint, da hat man noch irgendeinen, oder das ist auch in einer anderen Höhle. Aber irgendeinen kann man nur einen dritten Suchroboter näher abgreifen. Da. Ah, schon? Ja. Oh, irgendetwas läuft da, irgendetwas gehört hier. Da habe ich eigentlich vom Musik. Oh, Kiefer, ja. Was? So ein Weg. So, jawohl. Es gibt schnell.